und herzlich willkommen, liebe Patreons, heute wieder zu einer Zuschauerfrage. Und sie ist auch heute wieder von Sandro, der, fleißig fragt. Finde ich gut. Ihr anderen auch gerne, denn wenn ihr keine Fragen stellt, dann denke ich mir selber irgendwas für die Freitagsvideos aus. Und dann trifft das vielleicht nicht euren Geschmack, was ich nicht will. Also, Sandro fragt, hallo Silke. Wie gehst du damit um, wenn Leute aus deinem persönlichen Umfeld sich nicht an deine Empfehlungen und Ratschläge bezüglich beispielsweise Ernährung, Sport und Finanzen halten? Beispiel: Ich gebe einem Arbeitskollegen mit mehreren Bypässen konkrete Ratschläge hinsichtlich Ernährung und How Not to Die zum Lesen, doch er setzt sie einfach nicht um. Ich wende mich dann meistens von den Personen ab, weil sie meine Zeit verschwendet haben. Wie verhältst du dich in solchen Situationen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich von denen abwende. Aber das ist halt eine komplizierte Kiste. Erfahrungsgemäß sind Leute nur dann offen, Ratschläge umzusetzen, wenn sie selber um diese Ratschläge gebeten haben. Das heißt, Ratschläge zu irgendwas zu geben, wobei ich möchte mich jetzt komplett ausschließen, davon jemand zu sein, der finanzielle Ratschläge geben kann. Das habe ich mir nur angelesen, da habe ich keine Erfahrung drin. Wenn Leute Ratschläge nicht wissen wollen, bringt es meistens nichts, sie ihnen zu geben. Wenn sie konkret danach fragen, sind sie offen dafür. Das heißt, wenn jetzt